Wird es jetzt so laufen wie nach der Finanzkrise, als die Aktienmärkte ja ab 2009 eine beispiellose Rallye hingelegt haben und gestiegen und gestiegen und gestiegen sind? In diesem Video vertrete ich die These, dass die Lage derzeit ziemlich anders ist als in und nach der Finanzkrise und deswegen ein völlig anderes Szenario eintritt. Eins, das wahrscheinlich eher an die 1930er Jahre oder an die 1970er Jahre erinnern wird. Aber dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns das Quartal nochmal abschließend an, was wir jetzt hinter uns gebracht haben. S&P mit 19% Um- und Beigewinn. Auch die US-Staatsanleihen sind gestiegen. Investment-Grade-Bonds sind 8,9% gestiegen. Bester Anstieg oder größter Anstieg seit dritten Quartal 2009. High-Yield-Bonds, größter Anstieg seit 2009. Beim S&P größter Anstieg seit 1998. Edelmetalle 13,5% gestiegen, größter Anstieg seit 2016. Das sind zunächst mal so die Fakten für dieses Quartal. Wenn wir uns genauer anschauen, was gut gelaufen ist, dann sind es vor allem Consumer Discretionary, also Dinge des täglichen Bedarfs, Firmen, die solche Güter herstellen. Dann Information Technology, natürlich Energy, nachdem der Ölpreis, die Rohstoffpreise sich haben erholen können, teilweise Materials sind gut gelaufen. Was nicht gut gelaufen ist, das sind die Dinge, die vorher in der Corona-Krise sehr gut gelaufen sind, nämlich Utilities, also Versorger, diese Wasseranbieter, Stromanbieter, diese ganz langweiligen Geschichten. Aber weiter im Text. Wir haben gleichzeitig, obwohl wir jetzt das beste Quartal seit 1998 haben, den größten Anstieg von Bankrotten seit der Finanzkrise eben, in den USA, in Deutschland dürfte das jetzt auch losgehen. Ab heute ja ist die Insolvenzordnung wieder in Kraft gesetzt. Das heißt, man ist verpflichtet, wenn man eben faktisch insolvent ist, eben auch diese Insolvenz anzumelden. Sonst kann man sich strafbar machen. Ab jetzt können theoretisch auch wieder Mieter vor die Tür gesetzt werden nach Abmahnungen und so weiter. Jedenfalls sehen wir hier einen leichten Kontrast eben zwischen der Realwirtschaft oder dem, was eigentlich der Fall ist und dem, was an den Märkten der Fall ist, den Notenbanken sei Dank. Aber wir sehen jetzt, dass die Konsumenten in den USA zum Beispiel schon einigermaßen wieder zuversichtlich sind. Die kriegen ja auch richtig Geld vom Staat, $600 alleine pro Woche. Und es gibt aber, wie Liz Ann Saunders hier bemerkt, eine riesige Differenz zwischen der Stimmung der Verbraucher, der Konsumenten und der Stimmung der CEOs. Die sind nämlich viel weniger gut drauf als eben die Konsumenten. Und das sieht man auch, diese Grafik wollte ich zunächst mal zeigen, das sieht man auch bei den Aktienverkäufen der Unternehmen selbst. Ich hoffe, Sie sehen das. Ich schiebe es mal ein bisschen rüber. Hier sehen wir, dass wir jetzt auf einem Allzeithoch sind, was diese Aktienverkäufe betrifft. Auch Insider verkaufen. Die haben also in diese Rallye hineinverkauft und möglicherweise haben sie Gründe. Sie sehen ja eigentlich, was hier geschäftlich der Fall ist. Ich hatte gestern schon mal eine Grafik gebracht, in der ich zeigte, dass nicht vor 21 im Grunde mit einer Erholung des Geschäfts gerechnet wird seitens der CEOs. Jedenfalls diese Grafik hier nochmal, die zeigt, dass wir eben vor allem die most geshorteten Aktien, also diejenigen, die am stärksten leer verkauft waren, die haben auch am besten abgeschnitten. Es war also teilweise eben auch ein Short Squeeze, den wir hier gesehen haben. Geht es jetzt so weiter wie eben nach der Finanzkrise wie 2009? Hier sehen wir den Chart, Booms, 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 es geht einfach nur noch nach oben. Oder sehen wir vielleicht ein Szenario, die Chartverläufe ja hier sehr ähnlich zwischen Corona-Krise und Finanzkrise. Hier sehen wir diesen Abverkauf und jetzt vor allem die Erholung ist sehr, sehr ähnlich. Wenn wir uns jetzt aber mal diese Grafik anschauen, dann sehen wir die 1930er Jahre, da ist es dann auch deutlich nach oben gegangen nach dem Abverkauf, aber dann ging es eben sozusagen depressionsmäßig weiter nach unten. Und hier ein Chart der 1970er Jahre, ich erkläre gleich, warum ich die 1970er Jahre nehme, da sehen wir, hier hatten wir zunächst mal einen guten Anfang der 1970er Jahre und dann ging es immer weiter nach unten, Ölkrise war damals das große Thema und ich versuche mal hier zu zeigen anhand von Anthony Miller, der klar gemacht hat, worin eigentlich der Unterschied zwischen 2008 und der jetzigen Corona-Krise im Jahr 2020 besteht. Er sagt nämlich hier völlig zu Recht, damals entstand keine Inflation, weil eben das Geld im Finanzsektor verblieb und im Grunde war das ja eigentlich nur ein Problem des Finanzsektors vorwiegend. Das heißt, die Notenbank konnte dann mit Gelddrucken eben dieses Problem im Finanzsektor irgendwie auch wieder lösen.
Dementsprechend zog dann alles an. Die Realwirtschaft hatte ohnehin wenig Probleme in dieser Zeit. Damals entstand übrigens in den 70er Jahren, und die Situation ähnelt eben eher vielleicht der ab 1973 folgende, der Ölschock, Ölpreisschock, als damals die Ölpreise massiv stiegen, Nachfrage massiv einbrach. Damals gab es den Begriff Slumpflation, also dass man praktisch eine kontrahierende Wirtschaft hat bei gleichzeitig steigender Inflation. Es gibt ja auch den Begriff Stagflation, der bedeutet Stagnation der Wirtschaft und steigende Preise. Aber es gibt eben auch diese Slumpification, also praktisch, dass die Wirtschaft kontrahiert und die Preise steigen. Was ist hier jetzt das Thema? Nämlich das Thema ist, dass die Kapitalstruktur der Realwirtschaft im Jahr 2008 völlig intakt geblieben ist. Also die normalen Unternehmen haben einfach weitergemacht. Okay, die Stimmung war außerhalb irgendwie so ein bisschen gedämpfter, eben wegen dieser Krise im Finanzsektor, wegen dieser Bankenkrise. Aber viele Unternehmen haben damit gar nicht viel zu tun gehabt. Die Arbeitnehmer haben nicht gemerkt, dass da eine Krise ist. Wenn sie nicht Zeitung gelesen hätten, sind zur Arbeit gegangen. Das ist jetzt deutlich anders. Jetzt sind viele Millionen Menschen nicht mehr in Arbeit. Die Krise von 2008, so Müller, zerstörte nicht das reale, sondern das Finanzkapital, und die Zentralbank heilte diese Verluste durch die Schaffung einer massiven Menge an Liquidität. Aber jetzt haben wir natürlich wieder eine massive Menge an Liquidität, aber wir haben eben eine Realwirtschaft, die jetzt betroffen ist, und nicht nur eine Finanzwirtschaft, und deswegen wird diese ganze Geschichte wahrscheinlich sehr viel schwieriger zu lösen sein als damals. Wie schwierig, das sehen wir jetzt zum Beispiel in neue Meldungen gestern. Airbus verkündet 5.000 Stellen in Frankreich, 5.100 in Deutschland. Insgesamt wird man 5.000 entlassen. Man rechnet bis 2025 wahrscheinlich nicht mit einer Rückkehr zur Vor-Corona-Zeit. Heute kriegen wir wichtige Daten aus den USA, by the way, der ISM-Index, der jetzt schon wieder bei 49 erwartet wird, verarbeitendes Gewerbe in den USA, also fast schon wieder Wachstum anzeigend, aber wie gesagt, diese Werte gelten immer zum Vormonat, sind jetzt sozusagen nicht in der Luft hängende Indikatoren, und wir bekommen den ADP-Arbeitsmarktbericht, die große Vorausschau also auf die Arbeitsmarktdaten, die ja vorgezogen morgen kommen wegen des Feiertags. Jedenfalls erwartet man nach den starken Rückgängen hier einen Anstieg von etwa 3 Millionen. Mal sehen, ob das kommt. Kommen wir noch zum Thema Corona. Ist eben einer der entscheidenden Fakten auch für die Aktienmärkte. Donald Trump hier mit dem Tweet, dass er mehr und mehr sich über China ärgert aufgrund des Schadens, der durch das Coronavirus hier entstanden sei. Er hat jetzt eine Rallye, also praktisch Wahlkampfveranstaltung in Alabama, absagen müssen. Wir sehen, dass wir gestern über 48.000 Fälle hatten in den USA. Das sind sehr, sehr große Anstiege, also weiterhin keine Entspannung. Texas mit 6.975 Fällen, Florida ist auch nicht gerade gut aufgestellt, Arizona, Kalifornien, das sind die Hotspots, die hier zu nennen sind. Und entscheidend ist vielleicht von der Wahrnehmung her dieser Corona-Krise, sieht man ganz klar, dass die Republikaner sagen, 63% nehme ich, ja, das wird alles überbewertet, während der Durchschnitt bei Erwachsenen in den USA bei 38% liegt, und die Demokraten sagen nur zu 18%, das wird überbewertet. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, wenn die Amerikaner gefragt werden, wie lange wird diese ganze Geschichte dein Leben noch beeinflussen und beeinträchtigen, dann sagen mit steigender Anzahl 64% mindestens noch bis 2021. Also es ist ja schon zumindest ein Fakt, dass hier die Reaktion auf das Coronavirus eben bestimmte Folgewirkungen hat. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen, und ich gleite wieder wie Anja Kohl ganz elegant auf die andere Seite. Vielleicht kriege ich noch mal eine andere Kameraposition hin. Gell? Dann schaue ich mal von hier und dann schaue ich mal von da. Also das ist ja revolutionäres deutsches Fernsehen, was wir da in der ARD in Börse vor 8 teilweise zu sehen bekommen. Das ist der S&P 500. Gestern dieser Spike, schauen Sie sich das mal an, unter gigantischem Volumen. Nochmal zum Monatsende Window Dressing. Da hat jemand draufgedrückt. Jetzt 3088, ein paar Punkte tiefer. Der amerikanische Leitindex in den Charts von Capital.com. Wir sehen, dass der DAX an der 12.300er Marke handelt. Wir sahen, dass Gold jetzt weiter leicht zulegen kann, 1.700 und 63. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,1225 und Crude Oil ist gestiegen jetzt auf 39,60 $, nachdem gestern
die API-Bestände deutlich zurückgegangen sind um über 8 Millionen Barrel. Also, wir werden wahrscheinlich keine Situation wie 2009 folgende bekommen. Damals, wie gesagt, das Problem eigentlich nur im Finanzsektor, die Realwirtschaft wenig mitgekriegt. Jetzt haben wir das Problem komplett in der Realwirtschaft. Die Notenbanken agieren ähnlich wie 2008, indem sie Liquidität ins System pumpen. Das hat damals schon deswegen gereicht, weil eben dieser Finanzsektor betroffen war und diese Liquidität damit sozusagen den Finanzsektor wieder liquide machte. Jetzt haben wir eine ganz andere Dimension und möglicherweise stehen wir jetzt vor einer Situation nach diesem Jubelquartal des zweiten Quartals 2020, dass wir jetzt schwierigere Zeiten haben, denn jetzt kommt der Schmerz der Realwirtschaft. Die Droge lässt nach, der Schmerz kommt jetzt. Jetzt laufen Programme aus, jetzt werden Insolvenzen wieder angemeldet. All diese Dinge, die sind jetzt nicht mehr einfach so durch Liquidität zu ersaufen. Das ist zumindest meine These. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Sommerhand Mittwoch. Genau. Also machen Sie das Beste draus. Servus und tschüss.